Morgen. Guten Morgen. Das Team Pikemon Ice ist bei eisigen Temperaturen wieder mal unterwegs. Wir wollen es heute nochmal probieren, was heute so geht. Danilo war ja schon mal gestern los. Keine Frequenz, 3 Hechte. Also sehr zäh. Ich bin aus dem Urlaub zurück und da wollen wir nochmal wieder gemeinsam angreifen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst doch gerne mal ein Abo und ein Like auch bei unseren Videos da. Also kommt mit, wir nehmen euch mit auf die Tour. Feuer frei. Feuer frei. Wir machen heute noch eine kleine Challenge, und zwar wer den ersten Fisch fängt, der hat nämlich Glück. Der braucht nämlich nicht mit dieser geilen lila, pinken Rute angeln. Und ich hoffe mal, dass ich den ersten Fisch fange. Der kann dann nämlich den Rest des Tages hier mit dieser geilen Angel, mit dem geilen Stock hier fischen und ein paar Fische fangen. Mal gucken, wir werden sehen, wie es ausgeht. Bleibt dran. Nilo im Drill. Und du gleich mit der rosa Angel. Und ich muss wohl mit der lila Angel angeln. Kleiner, aber feiner Hecht. Der Martin dazu verleitet jetzt wieder. Schön angezogen. Oh, ein kleiner Kumpel. Dann habe ich das Battle gewonnen. Ich hole sie auch raus. So Martin hat das Battle leider verloren. Und Bestrafung. Ja, schön im Pink gehalten. Sehr schön. Macht Spaß, oder? Ja, richtig. Ja. Als kleines Bonbon werden wir da hinten, sind noch ganz viele Angler. Sind noch ganz viele Angler, da werden wir ja auch noch mal hinfahren. Und gucken, wie die so fischen. Und dann werden die ja sehen, wie Martin da seine neue Kombo ausprobiert. Aber das ist ja nur bis ich Fisch fange, oder? Bis du einen Fisch gefangen hast, ja. Ja, das du wieder. Also den Rest des Tages. Bei der Bestfrequenz heute, ja, ich glaube auch. Das Problem ist, die lässt sich auch nicht so gut ausgehen. Schmeißt du da mal rein? Was machst du da? Ja, weiß ich nicht, was da... Die Kurbel ist ab. Die hast du mit Absicht abgemacht. Ich kann jetzt nicht mehr kurbeln. Ja, dann kannst du auch nicht angeln. Ja, musst du die ganze Zeit jetzt so angeln. Ja. Aber ich habe schon vorgewohnt, eben ist doch schon was abgefallen. Ach da, das Gegenstück ist eben abgefallen. Das hast du mit Absicht abgeschraubt, damit du damit nicht mehr, aber was ab. Nee. Da kannst du deine Rolle ranmachen an der pinken Ding. Ja, ich mach dir jetzt nicht die ganze Rolle. Ja, musst du machen. Ja. Kann ich eine Kurbel von dir nehmen? Nein. Das ist Hechtangel vom Allerfeinsten hier. Das ist ja wie Handangel. Du kannst auch von deiner Rolle da die Kurbel da reindrücken. Meinst du? Weiß ich nicht, probieren. Es nützte ja nichts. Challenge war Challenge. Also habe ich einfach die Rolle von meiner anderen Rute genommen und an der schönen lila-pinken Rute montiert, damit ich weiter angeln konnte und hoffentlich schnell einen Fisch fangen kann. Hier seht ihr mal 2 Köder, die wir uns jetzt ja neu bestellt hatten. Einmal Ulmlos und einmal die Miora-Maus. Bestücken werde ich das jetzt einmal mit einem System von Pycraft. Auch die Maus. Bei der Maus werde ich auch einmal hier den Lead Clip installieren, damit ich sie ein bisschen tiefer fischen kann. Und
kommt eben noch ein kleines Gewicht dran, auch von Pycraft, 10 Gramm. Dann kann ich sie ein bisschen tiefer führen, weil sonst läuft sie natürlich sehr, sehr flach. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich den Lidclip hier an der Miura-Maus installiere. Ist eigentlich ganz einfach. Ist so eine Art Büroklammer, so eine Art. Wird einfach aufgefädelt. Schon ist es eigentlich installiert. Und jetzt schieben wir einfach nur noch mal das Gewicht. Und schon könnt ihr die Miura-Maus ein bisschen tiefer fischen. Bei dem Köder hier von Ulmlos sieht es genauso aus. Da liefert ja Pycraft hier diese Spiralen. Wird einfach hier in den Köder reingedreht. So sieht das Ganze einmal aus, wenn die Klammer installiert ist. Und hier schieben wir jetzt einfach nur dieses das bestellte System von Pycraft, die Stinger. Das ist die Größe L, dieser Doppel. Schieben wir hier die Öse einfach über die Schraube. Stechen hier einmal ein. Und das zweite Mal hier, der zweite Stinger kommt hier hinten rein. Und schon ist das System fertig. Ihr könnt auch wieder vorne einfach einen Bleikorb wieder raufschieben, um eben die Tiefen zu variieren. Den werde ich jetzt mal gleich mal probieren. Mann, ey, ich hab keinen Bock mehr. Hallo. Und die Bayer macht auch mehr. Danilo mit dem Drill. Weiß ich nicht, scheint doch ein bisschen besser zu sein. Was sagst du? Ja. Ganz knapp. Auch so einen japanischen Knobbelschnobble. Da, ein schöner Hechti. Ja, das war unser Angeltag. Ich fahre als Herr Schneider nach Hause. Bei mir ging gar nichts. Auch die pinke Rute hat mir kein Glück gebracht. Ich hatte zwar noch einen Anfasser auf die Miura-Maus, aber heute ging gar nichts bei mir. Danilo hat noch ja, wie gesagt, 2 Hechte gefangen. Ja, irgendwie zäh. Entweder war es jetzt zu schnell zu kalt, dass sie nicht so richtig in Beißlaune waren. Keine Ahnung, wir haben den Code heute nicht geknackt. Aber so ist das manchmal. Also, denn macht's gut, bis zum nächsten Mal. Lasst noch mal ein Abo und ein Like da und schaut noch mal unsere letzten Videos an. Die Suche nach der Metermutti, da hat es ja geklappt. Schaut mal rein.